Ja, hallo zusammen. Schön, sind ihr mit dabei an diesem tollen Freitag. Wunderschönes Wetter. Ich habe diese Woche mehrfach die Story mit dem Carlos zugeschickt bekommen. Und ich habe mich dann auch ein bisschen mit dem befasst. Oder? Ich habe natürlich den Blick und 20 Minuten und so, das habe ich alles weiträumig weggerührt. Und ich habe mich dann sonst ein bisschen informiert. Ich habe die Reportage von SF und so habe ich geschaut und gelesen. Und ich habe gedacht, das ist für mich jemand am repräsentativsten, weil du dann auch hörst, was die Leute sagen, was der Jugendanwalt sagt, was der Bub sagt, was die rauslassen und so. Die haben sich auch darauf vorbereiten können, hätte man selber meinen. Aber das war für mich jemand am repräsentativsten gewesen. Und das habe ich dann auch als Grundlage genommen, um mir eine Meinung zu bilden. Und es hat alles nichts genützt, ich habe mich aufgeregt bis Bach runter. Weil es kann nicht sein, dass ein Gewaltverbrecher in der Schweiz ein besseres Leben führen kann, als Menge anderen, die sich den Arsch auf Reis tonen. Das kann einfach nicht sein. Oder? Die Story ein bisschen mitverfolgt haben, die geht es um den Carlos und dort hört es schon auf, ich taufe da jetzt ein Pirmin. Weil Carlos ist für mich das Baby bei Hangover, das ist nur das Baby und das bleibt das Baby. Und alles andere ist mir egal. Aber der Name wird sicher nicht missbraucht für so einen Typ. Und es geht um den Pirmin. Und der hat ein Strafregister anscheinend, mit 17 bereits, wo einen Ordner füllt. Und die letzte Tat, die er begangen hat, ist mit dem Messer auf einen losgegangen, dreimal in den Rücken hineingestochen, knapp, die Wirbelsäule verfehlt. Und der Typ, den er verwünscht hat, der ist jetzt fürs Leben lang eingeschränkt oder geschädigt. Und das ist, für mich ist das natürlich eine der wirklich schlimmeren Straftaten. Und ich frage mich sowieso, warum als man dann, obwohl es jetzt halt mit 17 ist, warum als man dann nicht Erwachsenenstrafrecht vornimmt und die Siechen einfach einbuchtet. Entschuldigung, einfach wegsperren das Zeug. Und zwar nicht einfach nur für ein Jahr oder zwei, sondern denen hat man genug manchmal die Chance gegeben. Ich gebe jedem Menschen eine zweite Chance, aber nicht eine 27. Irgendwo ist einfach fertig. Und man sieht es ja dort. Offenbar sind unsere Strafmassnahmen, besonders in diesem Bereich, besonders bei den Jugendlichen, einfach zu wenig abschreckend. Das ist einfach zu wenig abschreckend. Also Entschuldigung, da sind sie in anderen Ländern 100-mal brutaler. Aber es wirkt. Die haben einen heiden Respekt vor dem Gesetz. Und bei uns, also Entschuldigung, da sind mir Sachen zugeschickt worden, da hat mir einer geschrieben, Massimo, sag mir bitte, wie ich mich motivieren soll, am Morgen aufstehen und arbeiten, wenn es dem 100-mal besser geht als mir. Dann muss ich ihm sagen, sorry, aber ich weiss es nicht. Ich weiss es wirklich nicht. Du kannst jetzt als 17-Jähriger gehst zu den Schmier und sagst, ich habe letztes Wochenende einen abgestochen. Ich bekenne mich schuldig, er liegt in der Reuss. Aber ich werde ihn wahrscheinlich nicht finden, weil ich habe 27 Stückchen verschnitten und die Fische haben ihn mittlerweile schon gefressen. Aber ich bekenne mich schuldig. Ich hätte auch gerne eine 4,5-Zimmer-Wohnung, ich hätte auch gerne ein iPhone, ich hätte gerne einen Haushälter, ich hätte gerne einen Kampfsportlehrer, ich würde gerne ins Kickboxen, ich würde gerne Kickbox-Profi werden. Und auch sonst so. Freut mich, oder? Und das kann es einfach nicht sein, oder? Das kann es wirklich nicht sein. Da kommen die Zahlen raus, zuerst hat es 22, dann hat es 29'000 Franken. Wir wissen nicht, was stimmt. Ich will auch gar nicht sagen, was stimmt. Es ist einfach viel zu viel Geld. Es ist einfach viel zu viel Geld. Gopferdori. Wir haben einen durchschnittlichen Monatslohn in der Schweiz, der bei 4'300 Franken rumliegt und einen Haufen, der darunter arbeitet. Einen Haufen, der darunter arbeitet. Und wie kann so ein Spast beanspruchen, dass er, sagen wir jetzt mal ein Mittelmaß, dass er 25'000 Stutz im Monat verblocht, für das es ihm gut geht. Wie kann so einer nur schon mit dem Gefühl leben? Oder? Und wer die Reportage gesehen hat, dann regst du dich tödlich auf, der hockt dort im Plenum. Der Typ hat Kickboxunterricht, bin mehrfacher Weltmeister. Da gibt es andere Leute, die würden ihr Leben geben für so etwas. Oder? Und dann kommt das über. Als Präventivmaßnahme. Wie behindert muss man eigentlich sein? Oder? Aber die ganze Geschichte, die fällt ja schon dort an. Wenn einer mit 17 in den Ausgang geht, und ein Messer dabei hat, dann ist vorbei, dann ist fertig, dann ist schon ganz am anderen Ort etwas falsch gelaufen und dann musst du einfach mal mit der eisernen Hand durchgehen und jedem Eis an Grin klopfen. Dort ist schon irgendwo ganz weit vorher etwas falsch gelaufen. Der Typ war ja schon vor dem Jugendanwalt gewesen, oder? Was machen denn die überhaupt, dass ein 17-Jähriger noch mit einem Messer in den Ausgang geht oder muss? Eingliederungsprozess ist ja super gelaufen. Ich gratuliere, meine Damen und Herren. Oscar-Nominierung. Nein, du. Himmel, Arsch und Zwirn, nein. Und dann kommt so ein Jugendanwalt, oder? Ich meine, das ist schon schön und gut, wenn einer vielleicht beim Kiffen verwünscht worden ist, oder? Dann braucht man so einen, der vorne dran steht.
und sagt, ja, ist nicht so schlimm, okay, mal so, weißt du, so ein bisschen. Solche Polizisten hätte ich mir früher gewünscht, oder? Wo mit dem Velo über den Fußgängerstreifen gefahren bist. Einfach mal ein bisschen easy. Okay, vielleicht ist ja der gut, oder? Aber so einer ist Jugendanwalt, der über alles entscheidet, oder? 100 Reptilien daheim, da sehen wir es. Ich sage es nicht einfach so, fröschlich streicheln. Irgendwo durch habe ich eben schon recht. Das sind nicht nur fröschlich streicheln, das sind auch Schlangenstreichler und Käferpflücker und alles Wüste. Oder? Und wenn du so einen Gewaltverbrecher hast, der es nach dem 17. Mal nicht gelehrt hat, dann nützt es auch nichts, wenn du so einen Samichlaus auf den Zug vorher stellst. Und der sagt dann, ja, kannst du ehrlich sein zu mir, weißt du? Und so, ich nehme das nicht so eng und was auch immer. Nein! Dann musst du einen vorher stellen, der bei den Marines war, 3 Jahre. Oder? Und im Krieg. Und dann tut er dem schon mal erklären, was gut ist und was nicht. Und dann muss man die Leute auch richtig bestrafen und nicht belohnen. Eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Nicht einmal ich lebe in einer 4,5-Zimmer-Wohnung. Alter, das kann es doch nicht sein. 29'000 Franken, das ist eine surreale Zahl. Und dann heisst es, na ja, mal, ich finde das, was wir jetzt ausgeben, das ist ein Fortschritt, weil es hat schon Massnahmen gegeben, die uns Doppelte kosten. Dann sage ich, ja, ich gratuliere. Welcher Dobu hat das bewilligt, frage ich mich. Muss das sein? Das ist ja kein Einzelfall, das wird offenbar mit X Sättigen Schwerverbrecher, die noch nicht volljährig sind, gemacht. Ich frage mich, wer hat das bewilligt? Da gibt es doch günstigere Massnahmen. Oder? Also, ich meine, die günstigste Massnahme steht im Hornbach, heisst Vorschlaggeber und kostet 19,90. Und dann müssen wir mit 29.000 Franken umgeschirren. Dann muss ich sagen, nein. Warum braucht er 10 Leute um ihn herum? Warum muss der ins Kickbox-Training? Wie paranoid! Muss einer sein? So, ja, wir schicken jetzt ins Kickbox-Training. Das tut ihm helfen und so, dass er Gewalt im Sport ablassen kann. Ja, genau. Heb doch deine Fresse. Das ist das Gleiche, wie wenn du einen Pädophilen, während dem, was er an mir hocken ist, zu einem Kindergärtner ausbildest. Völlig behindert. Und du tust ihm noch alles ins Viertel schieben. Der kann noch gut trainieren. Zweimal am Tag kann er gut trainieren. Und was auch immer. Und es verdienen alle Leute einen Haufen Geld dran. Und der Staat zahlt. Und alle Leute zahlen. Wir werden alle für dumm verkauft. Und ich finde es eigentlich mal schön, dass so ein Scheissdreck überhaupt rauskommt. Weil das wird wahrscheinlich schon jahrelang, wird das immer ein bisschen so gemacht. Und jetzt diskutiert man endlich mal drüber. Oder? Und da sind einfach viel zu viele inkompetente Leute am Drücken. Tut mir leid. Aber da sind wir jahrelang mit dem am Umgescheren. Kein Problem. Schickt doch einfach einen Monat auf Bolivien in ein Gefängnis, dann kommt er zurück, dann ist das ein ganz anderer Mensch. Ein ganz anderer Mensch im Fall. Dort werden solche Doppel wie der mit dem stumpfen Löffel erstochen. Und wenn er dann halt tot ist, dann ist er halt Pech gewesen. Nein, Entschuldigung. Ich bin ja wirklich ein herzvoller Mensch und so. Aber irgendwo ist er einfach fertig. Dann hockt er dort im Plenum, hocken 10 so hure Filuetten um den herum und sagen alle, ja, weisst du, Pirmin, oder? Jetzt sollte man vielleicht mal schauen, eine Schnupperlehre zu machen und weisst du, dich ein bisschen eingliedern und so. Und der Vater hockt auch dort, oder? Der grösste Versager von allen, der hat ja versagt so seit am Anfang. Oder der hockt dort und der findet das noch lustig und denkt, ja, vielleicht könnten wir doch jetzt mal am Wochenende zusammen ins Kino und so. Wolltest du mich verarschen? Zusammen ins Kino? Gottverdammt, der Sieg hat mutwillig auf einen eingestochen, der hat den Tod von einem Mitmenschen in Kauf genommen. Dort hört es auf. Dort hört es einfach auf. Da muss man gar nicht mehr diskutieren, weder iPhone noch Kino noch gar nicht. Nicht einmal ein Nokia 3210, das ist schon zu oldschool für so einen. Dort hört es auf. Verstehst du? Da gibt es ein Räumchen, eine 4,5-Zimmer-Wohnung. Und der traut noch zu motzen. Hey, wo sehen wir eigentlich du? Ich weiss schon, dass wir in der Schweiz sind und dass der Porsche Cayenne bei uns ein Frauenauto ist. Aber so ein Krimineller, der hat doch keine Ansprüche zu stellen. Nachdem, was die ihm sagen, weißt du, mal Schnupperlehre und so, die wollen ja den eingliedern, die wollen ja dem etwas Gutes, die wollen ja, dass aus dem etwas wird, dann sagt er, nein, sicher nicht, kann ich nicht machen. Ich muss 2-3 Mal am Tag können, Kickboxen trainieren. Ich muss ins Fitness, ich muss Maschine werden. Oder ich will mal Kickbox-Profi werden. Dann frage ich mich, was hat der Typ eigentlich gelernt? Was hat er gelernt dabei? Der hat doch gar nichts zu sagen. Der lebt auf Kosten von mir, von dir, von euch und von diesem. Oder? Und der hat noch das Gefühl, er könne eine Entscheidung fällen. Der hat gar keine Entscheidungsgewalt. Das muss man dem gerade einbläuen. Der hat, ich weiss nicht, aber der hat von sich selber immer noch eine komplett falsche Meinung. Und dass uns solche Leute noch kostet und was sie uns kostet, das ist ja absolute Frechheit. Entschuldigung, aber da komme ich aus dem Fluchen nicht mehr raus. Da kannst du doch einen einsperren in eine Zelle rein, 4 Quadratmeter, davon sind 2 Quadratmeter Nest und etwas ist ein Scheisse und dann wünsche ich dir einen schönen Tag. Wunderbar. Und zum Essen gibt es das und das. Und dann kann er von mir aus Geld verdienen.
irgendetwas. Früher war es ein Steinbruch, heute gibt es irgendwelche Fliesenarbeiten oder so, die ihr machen könnt. Wenn die ihre Arbeit gut machen, dann gibt es am Abend etwas Richtiges zu essen. Und wenn die ihre Arbeit schlecht machen, dann gibt es am Abend halt ein Glas Wasser und eine Suppe, oder? Wo vorher noch ein Rost rausgedrückt wird. Ich weiss es nicht, aber die müssen einfach wieder das zu schätzen wissen, für was wir alle am Arbeiten sind. Ich und du. Ich stehe am Morgen um 6:30 auf und zupfe sie um 7 zu den Hütten aus und gehe arbeiten für mein Geld Ende Monat, dass ich mir etwas leisten kann. Oder? Und nicht der Papi zahlt und nicht die Mami zahlt und was auch immer. Nein, jeder geht für sich arbeiten, schaut für sich selber. Und jeder, da muss man seine Freiheiten zu schätzen wissen. Verstehst du? Also, sorry, ich kann machen und tun, was ich will. Ich kann jetzt dreimal um den Kreis fahren und dann entscheide ich mich, ich fahre Richtung Süden und voilà. Oder? Und so einem muss man sämtliche Rechte, die nicht gerade noch irgendwo an den Menschenrechten kratzen, muss man einfach mal nehmen. Du hast ja kein Recht auf Mobilität. Du hast ja kein Recht auf ein iPhone. Kein Recht, deine Meinung zu sagen hier auf Facebook. Du hast überhaupt zu nichts hast du das Recht. Du darfst nicht sterben hier drin, das finde ich easy. Und so. Und der Rest. Und das musst du einfach mal kämpfen. Und zwar nicht so kämpfen hier, wie in einem, sondern mal Anstand und so. Voilà. Und dann kommt sonst nur noch Futter über, das ihm einfach nichts bringt. Gesättigte Fettsäuren, ein Haufen Wasser und so, dass er einfach mal innerhalb von einem Monat einmal 15 Kilo abnimmt, oder? Er stirbt uns schon nicht weg. Nein, nein. Aber dann, wenn er zum Knast auskommt, ist er vielleicht noch mal ein Strich in der Landschaft und ordnet sich vielleicht mal dort in der Gesellschaft ein, wo er hergehört. Und alles andere ist einfach nur Kuscheljustiz. Und das Wort ist keine Erfindung. Das Wort ist Realität. Das haben wir schon gesehen mit Vergewaltigern, die minderjährig sind. Was auch immer. Ich weiss nicht, dort muss man in der Erziehung muss man anfangen. Dann muss man anfangen klepfen. Links und rechts anfangen klepfen. Und solche Leute, denen muss man wirklich, denen muss man Angst machen. Die müssen das lernen. Wenn du ein Mädchen vergewaltigt hast, mit 17 und sie war 14, dann kommt tag Erwachsenenstrafrecht. Dann gehört ein Knast rein und angeschrieben auf der Stirn. Vergewaltiger. Und dann schauen wir nachher, wie der herauskommt. Ob es ihm noch so Spass macht nachher. Dann schauen wir einmal, oder? Dann weiss er vielleicht nachher, wie es sich anfühlt. Wenn man festgehabt wird und ein Jahr gespolt wird. Ist vielleicht nicht mehr so lustig nachher. Oder? Vielleicht bringt man auch dem mal jemandem bei, so. Man könnte das Mädchen auch ansprechen. Man könnte auch fragen, hey, wie geht's? Oder? Vielleicht nach dem dritten Satz merken wir, aha, du willst auch nur Vögel, du willst es auch gerne, Herr. Ja, dann machen wir es doch auf legale Art und Weise. Aber nein, wir packen sie mal da hin, oder zählen sie Büsch noch 25 Kollegen mitnehmen. Ah, das ist eine gute Sache. Schweizer Strafrecht, küsst mich nachher, schenkt mir eine 4,5-Zimmer-Wohnung, 27 Leute, die zu mir schauen, mich eingrämen, massieren. Wenn ich mal den Arm brauche, putzt mir sicher noch einen Arsch. Und weißt du was, ey? Nein. Oder ich muss es fast wieder bringen, aber da muss ich so lange kotzen, bis ich ein Vakuum in mir rein habe, um hinten für Luft nachzuziehen. Ich wünsche euch noch ein schönes Wochenende. Ich brauche es.